hatte. Ich habe immer ein State, ne? Also, denke mal. Mehr. Ja, sieht wohl so aus. Squid's Nest. Ja, ach, das. Nee, falsch, das ist falsch. Wir hatten den Secret. Hä? Das ist falsch. Sicher? Wir hatten den Secret von links. Lad mal. Reset. Ja, jetzt also hast für du mich wahrscheinlich, sieht das jetzt hast du wahrscheinlich den S-RAM überschrieben. Nett. Ja, geil. Wir hätten das hier oben gehabt, ne? Ja. Aber du hast es gerade überschrieben. Ja. Ich weiß aber noch, wo es den Key gibt. Das ist doch schön. Allein der Fisch. Herr Trockenschiss, ich hatte wohl vergessen, kurz bevor wir gestern ausgemacht haben, zu staten. Weil das ist so, wenn du... Wir hatten halt den Switch gemacht und das hat danach gespeichert. Also das Spiel selbst. Und dann... Und mein State war wohl davor. Und das Problem ist, wenn das Spiel speichert, dann ist das ja eigentlich eine separate Datei. Aber wenn du Save State lädst, bevor du gespeichert hast, wird das in dem Moment überschrieben. Ne, nicht in dem Moment, aber halt, wenn es das nächste Mal den S-RAM speichert oder was reinschreibt. Ja, und das finde ich ein bisschen bescheuert gemacht, aber das funktioniert leider so. Wenn du schneller resettet hättest, dann hätte es vielleicht noch geklappt. Da unten ist alles für die Coin. Ihr solltet diesen dummen S-RAM eigentlich auch nur überschreiben, wenn es gerade speichert. Ich weiß, ja, macht's ja eigentlich auch. Ja, anscheinend nicht. Aber er hat halt im ROM irgendwas gespeichert. Wenn das Level geentert wird, wird es schon mal gespeichert. Oder, das kann natürlich auch sein, dass, nee, kann's nicht. Nevermind, das kann nicht sein. Alle. Dann halt dasselbe Level nochmal. Spam. Spammen. Spammern. Ich hab schon genügend LSD, ich kann nicht noch mehr LSD konsumieren. Weiß etwa nicht, was drin ist. Nee. Oh. Warum hast du den Pot gerade kaputt gemacht? Weil ich den Key haben wollte. Kannst du nicht einfach den Key aus dem Pot rausnehmen? Nein. Okay. Ich jetzt die Ehre. Ach ja. Jump. Hast du mitgedrückt? Ja. Okay. So, jetzt kommt dieses ultra bescheuerte Level. Ja. Und diesmal habe ich ein State mit Switch. Wow. Dieses Level ist halt einfacher, wenn man die scheiß Flower hat. Den wegmachen. Und den. Good word. Ist der nächste. Der muss auch gleich verbraucht werden. Da unten zettet es. Feuerblume, kannst du den Block anfeuern?
warum schaust du eigentlich nach? Okay, Geschenk. Wegen dem Ab. Ja. Ja, ich dachte, es wäre wieder alles für die Blume. Also die Feuerstellen waren bis jetzt nicht für die Blume. Ja. Die waren bis jetzt immer für ein Leben. Okay. Glaube ich zumindest. Oh. Das ist so bescheuert gemacht. Das sollte einen Cooldown haben. Ja, das sind halt die Switches, die haben auch keinen Cooldown. So, wie geht diese Stelle hier am besten? Du stellst dich zwischen die Sterne und lässt dich nicht verbrauchen. Das ist dumm. Ganz einfach. Und das Ganze gleich nochmal. Halle. Ja, an der Stelle bin ich doch dann auch gestern gestorben. Ich dachte, du wärst an der ersten verreckt. Ja, nee. Deswegen, ich weiß ja, dass es zwei gibt. Ja, zur zweiten gekommen. Mein Gott, ist dieses Level scheiße, Alter. Ohne Feuerblume. Nee, nee, never mind, hier war ich sogar auch. Ohne Feuerblume. Da oben bin ich dann gestorben. Wäre das ja hier die Hölle einfach. Da oben bin ich gestorben. Also, hier war auch eine Hälfte, kann das sein? Nein. 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 Jetzt kommt wahrscheinlich die Hälfte. Ja. Ja. Also war hier doch eine Hälfte. Aber da waren wir noch nicht. So sicher. Ja. Ja, Trockenschiss, das Level wurde gerade beschissener, weil es schon wieder Autoscroller hat. Oh, oh, oh! Junge, diese Blooper, Alter. Ah ja, die Coins, und da ist schon wieder so eine Stelle. Diese Stelle, Alter. Kann ich mir vorstellen, dass das lustig ist. Also dieser Tunnel ist doch ideal für noch so eine Stelle. Oh. Oder. So. Kann es bitte dann fertig sein? Item. Coin. Röhre. Es hat kein Secret, also nein. Man kommt hier wahrscheinlich eh wieder raus. Es wird wahrscheinlich Voraussetzung sein, um weiterzukommen. Shh. Das ist alles für die Coin. Ah. Och, wow. In dem einen scheiß Pixel, ne? Da könnte sich das Spiel ruhig mal tolle Ranta zeigen. Und ein Blooper ist. Alle, kommt. Warum ist dieses Level so lange? Das Level ist nicht lange. Morten. Wenigstens One-Shot. Wer? Was meinst du mit wer? Wer was? Das ist auch Donkey Kong Mucke? Ich weiß es gerade gar nicht. Also von den Samples her nicht, aber... Oh, die Stelle ist mies, Alter. Warte mal, die drückt... Ach, das zieht nach unten! Ja, was hast du denn gedacht? Ich hab gedacht, das drückt nach oben. Das hat man doch sogar gesehen, dass das nach unten drückt. Ich hab's nämlich gerade nicht gesehen. Du hast ein Item, du hast ein Item, du hast ein Item. Ich weiß, ich weiß. Wurde schon öfter vergessen. What?
dumm halt. Und tschüss. Ich glaube, die Stelle will man auch lieber klein machen. Jetzt hast du halt auch beides verbraucht. Ja. Wunderschön. Geile Stelle. Oh, du wurdest absaugt. Absorbert. Berührt. Nicht berühren. Man muss es nur kurz mit den Füßen berühren und dann wird man schon reingesaugt. Dann bist du reingesaugt in die Hölle, Alter. Aber nach oben drückt es nicht so hart wie nach unten, Alter. Ja, wenn du auf dem D-Pad nach unten drückst, dann kannst du dagegen wirken. Ja, ich weiß. Aber auch nur, wenn es nach oben geht. Warum kann man nicht mit Schwimmen dem unten ziehen gegenwirken? Das ist Dummheit. Ja, du hast es gerade erfasst wegen Dummheit. Denk dran, nicht berühren, sonst bist du tot. Ja, ich weiß. Es lässt warten. Du hättest einfach schneller machen sollen. Das war aber auch gerade brutal gewartet. Ja, man muss sich halt bei den Leveln Zeit lassen. Lange Level erfordern mehr Zeit. Die Level sind aber nicht lang. Doch. Du gehst einfach nur langsam durch das Level durch. Man kann halt auch nicht schneller durch die Level. Naja, ein bisschen schneller geht schon. Du hast gerade schon extrem gewartet. Ja, weil mir meine Items wichtig sind. Welche Items? Item? Ja. Ja, die Verbrauchsgüter. Das hier? Genau, ja, deswegen genau hat man's hier. Ja. Genau dafür hat man's gemacht. Und hier kriegt man's dann wieder. Da oben gibt's die nächste Schokolade. More Chocolate. Das ist Panzerschokolade. Musik passt nicht, findest du? Ich weiß nicht, es geht. Musik ist schon okay eigentlich. Dummheit, dieser Block ist unnötig. Ja, okay. Ey, das gibt... Der Shroom ist jetzt die Panzerschokolade. Oh, oh. Nochmal, weil es so schön war, weil es so viel Spaß gemacht hat und überhaupt nicht knapp war. Der Shroom ist die Panzerschokolade. Danke. Noch eine Runde. Die Stelle ist so hart safe-state-würdig. Diese Stacheln sind so dick unnötig. Dick. Gott, was eine Scheiße. Und es gab keine Mitte. Ernsthaft? Was ist das für ein ranziges Level? Geil. Boah. Naja, ist ja auch mit 4 Sternen bewertet. Aber weißt du, wenn die Schwierigkeit nach Länge des Levels geht, ist das Dummheit. Dann ist das Level und die Schwierigkeitsbewertung nicht gut. Du musst die Schokolade fressen. Ja. Das Meth. Du musst das Meth fressen. Viel Spaß jetzt erstmal wieder bei den Manövern. Bei den äußerst gewagten Schwimmmanövern. Was ist Panzerschokolade? Ja, Trockenschiss, das frage ich mich tatsächlich auch schon die ganze Zeit. Das ist Crystal Meth. Scheiße, ich hab's berührt. Oh nein. Hast du den Begriff schon wieder von Martin? Nee. Nicht? Nee, hab ich nicht. Kennst du dich damit ein bisschen aus, ja?
Also mit dem Konsum auf jeden Fall nicht. Aber das ist in der Kriegszeit genutzt worden, um halt die Soldaten zu pushen. Ich dachte, in der Kriegszeit wurde Hitler-Speed benutzt. Was für Hitler-Speed? Ja, Hitler-Speed. Ist das Panzerschokolade? Nein, es ist halt Speed. Aber vom Hitler. Keine Ahnung. Ja, aber das ist ernsthaft. Das, in der Kriegszeit ist... In der Kriegszeit ist den Soldaten Crystal Meth gegeben worden zur Performance-Steigerung. Geil. Das hätte ich mal gerne... Schokolade. Das hätte ich mal gerne zur Performance-Steigerung berührt! Das hätte ich gerne mal zur Performance-Steigerung während der Prüfung. Da kannst du dir Ritalin ballern. Also, ab 4 Sterne ist es, glaube ich, echt Safe-State-würdig. Es dauert viel zu lange. Das nächste Mal, wenn ich ein bisschen weiterkomme oder du weiterkommst, wird ein State gemacht. Man ganz darf einfach. Sich einfach nur nicht dumm anstellen. Ja, aber das war gerade schon mach wieder das mal 5 Minuten am Stück, dich nicht dumm anzustellen. Das ist eine Meisterleistung. Du musst 5 Minuten lang schlau spielen, das geht nicht. Früher oder später holt dich die Dummheit ein. Ja, spätestens hier bei dieser Stelle, wo man nicht berühren darf. Dann warte ich halt. Ich habe ADHS und so viel Ritalin zu Hause, obwohl ich die Pillen schon lange nicht mehr nehme. Du hast Ritalin zu Hause? Pillen kaufen? Drück mal was ab. Ja, aber wenn du Geld brauchst, das ist eine gute Geldanlage. Wenn du da noch ganz zufällig Fentanylpflaster daheim hast. Ganz zufällig. Ganz zufällig. Dein Psychologe weiß nicht, dass du sie nicht mehr nimmst, aber du lässt sie dir trotzdem weiter verschreiben und du bekommst sie dann auch noch. Da sollte ja... Was mache ich hier eigentlich am besten? Da sollte ja die Absicht klar sein, ja, du gehst jetzt da durch. Oh, Mann. Wo ist denn das Item? Da nicht. Ja, ein alleinstehender Block, was kann da großartig drin sein? Coins. Warte. So, hier muss die Mitte sein. Ich bin professioneller Level-Designer, also kommt hier jetzt auch die Mitte hin. So, viel Spaß. So, viel Spaß. Das musst du jetzt jedes Mal mit Laden sagen. So viel Spaß. Ist das bescheuert? Ja, ach komm, hab ich doch gesagt, Alter. Die Stelle ist dumm wie Scheiße. Gibt's da jetzt mal Items oder Mittelpunkt oder so? Oder beides? Danke. Ach, da ist Limit, aber davor muss nochmal so eine richtig saubescheuerte Stelle kommen. Wow. Wenigstens gibt's hier gleich die Flasche. Da unten alles für die Coin? Oder wird man da einfach nur ausgekübelt? Coin. Oh, es dreht um. Dummheit. Ich hab nicht gesehen, dass es umdreht. Hier, hey, das dachtest du von Anfang an, das haben wir nie gesagt. Mm.
Was eine dumme Scheiße. Okay. Lass dich einfach treiben. Will aber nicht. Wenigstens will ich dann die Kamera richtig haben. Wie? Gotta go fast. Nein! Gotta go fast. Domi, yeah. hast du eigentlich von Jailaboo die neue YouTube-Kacke geschaut? Nee. Solltest du mal bei Gelegenheit tun, das ist mal wieder